Sehr geehrte Damen und Herren, die Immobilienpreise in Deutschland steigen und steigen. Und immer mehr Kunden fragen mich, ob das noch gerechtfertigt ist. Um diese Fragen zu beantworten, haben wir ein Bewertungsmodell entwickelt. Mit Hilfe von Zinsen, verfügbaren Einkommen, der Arbeitslosenquote und dem Bevölkerungsanteil bauwilliger Jahrgänge haben wir für Deutschland einen fundamental angemessenen Hauspreisindex geschätzt. Demnach waren die Häuser 2010 unterbewertet, als der Anstieg der Immobilienpreise einsetzte. Der Preisanstieg war also zunächst ein Aufholprozess. Aber seit Anfang 2016 kann davon keine Rede mehr sein. Schließlich liegen die Immobilienpreise seitdem höher, als es die Fundamentaldaten nahelegen. Die Überbewertung beträgt im bundesdeutschen Durchschnitt bereits beachtliche 10%. Trotzdem dürften die Immobilienpreise noch ein paar Jahre weiter steigen. Erstens haben sich die privaten Haushalte noch nicht hoch verschuldet. Zweitens sind nicht höhere EZB-Leitzinsen in Sicht, die die Party beenden könnten. Das heißt aber auch, dass die Überbewertung in den kommenden Jahren massiv zunehmen dürfte. Langfristig droht eine Hauspreisblase, deren Platzen die deutsche Wirtschaft schwer schädigen dürfte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte lesen Sie für mehr Informationen die Woche im Fokus.